Hallo, herzlich willkommen, liebe Motorradfreunde, zu einem weiteren Video hier von der Messe von der EICMA 2019. Ich bin hier bei der Nese und habe natürlich extra Englisch geübt, weil ich dachte, in Italien ja, komme ich mal im Deutschen nicht weit. Aber es ist doch anders gekommen. Der Alessandro kann nämlich bestens Deutsch und wird uns jetzt mal erzählen, was wir hier für eine Innovation bei der Nese hier hinter uns haben. Hallo, freut mich sehr, euch zu haben hier bei uns. Also, wir sprechen über Smart Jacket. Smart Jacket, wie wir hier sehen, ist unsere neue Weste. Das ist die neueste Innovation mit unserer DR-Technologie. Wir wissen ja, dass wir Dainese schon seit vielen Jahren die DR-Technologie entwickelt hat, 25 Jahre Entwicklung. Wir haben sie in vielen von unseren Jacken und Kombis. Aber jetzt zum ersten Mal im Markt eine Weste, die komplett standalone getragen werden kann, über eine Jacke, unter eine Jacke, allein, mit einer 100%igen Protektion, die gesamte Vorderteil und zentralen Teil vom Körper sind beschützt. Es ist ein Schlauch innen drin, der sich aufbläst, wenn eine Gefahr besteht. Es ist unsere Technologie mit Algorithmus innen drin, die natürlich genau sieht, wie sich der Motorradfahrer in dem Moment bewegt, ob es eine Gefahr besteht oder nicht. Und in dem Moment legt es los und es bläst sich auf und ist dann 100%ig schutzfähig für den Motorradfahrer. So, jetzt sehen wir hinter uns einmal die Weste in aufgeblasenem Zustand. Alessandro, was gibt es hier zu sehen, was gibt es zu sagen? Hier gibt es zu sagen, dass das ist diese Rüstung, die ist super hart, aber das ist die Luft. Das ist das, was sich aufbläst, nur wenn es notwendig ist. In dem Moment, wo unsere Technologie gerade sieht, dass eine Gefahr besteht, das zeigt, wie stark und wie hart dieser Schild, den es sich dann mit dem Luft generiert, im Produkt ist. Und die große Innovation ist, das ist einfach nur dann so, wenn es notwendig ist, aufgeblasen. Wenn es nicht so ist, ist der Weste extrem flexibel, leicht. Die kann man auch packen. Sie ist sehr, sehr leicht zu behandeln, leicht anzuziehen und extrem viel einfacher zu anzuziehen, auch wie eine Kombi oder eine Lederjacke, die natürlich viel mehr kompliziert ist. Und da würdest du nicht gerne von einem Motorrad aussteigen und dann meinetwegen zum Kaffee trinken gehen. Das würdest du nicht gerne tun. Damit kannst du auch in die Stadt gehen. Und das ist eben diese Vielfältigkeit, die Benutzung des Produktes, die ist extrem leicht, aber sie schützt wie und noch viel mehr wie eine Kombijacke. So, wir wollen jetzt natürlich auch ein bisschen verstehen, wie das Ganze funktioniert. Wir sehen hier einmal das Innenleben von dem Airbag und Alessandro erklärt uns, wie es funktioniert. Also, das Geheimnis ist unser Patent. Wir haben diese kleine Gewebe, die Microfilaments heißen. Dieses ermöglicht, dass unser Airbag sich dann nur so weit aufdehnt wie notwendig, 5 cm maximal, und den gesamten Körper entlang. Das heißt, dass die Struktur dieselbe Dichtheit hat, vorne und hinten, genau dann, wo es notwendig ist. Ein normales Airbag pumpt Luft hinein, aber die Luft bewegt sich. Das heißt, es könnte hier größer sein, hier kleiner sein. Durch unsere Technologie ist überall 5 cm und deswegen wird es so hart wie Stein. Weil wir garantieren können, dass die Luft sich so verteilt, nur so, wo es notwendig ist und 100%ig derselbe Schutz vorne und hinten. Und das garantiert der Unterschied zwischen diesen und anderen Airbags. So, zum Abschluss haben wir hier nochmal eine kleine Veranschaulichung, wie sehr die neue Smart Jacket schützen will. Alessandro, was sehen wir hier? Wir sehen, dass die Smart Jacket hinten und eigentlich auch vorne so stark dich schützt wie also die 7 Back Protectors. Das heißt, das ist extrem Protektion, extrem starke Protektion vorne und hinten durch die Luft, wie wir vorhin gesehen haben. Und man zieht dann nochmal keine 7 Protektoren an, das macht keinen großen Sinn, aber mit Smart Jacket haben wir wie 7. Das ist sehr klar so gezeigt, aber es ist genau die Wahrheit. Okay, also das klingt auf jeden Fall ganz schön extrem. Jetzt nochmal für mich ganz kurz zum Verständnis, wie ist die Jacke verbunden? Was steckt dahinter für ein System? Wir haben inside eine CPU, die natürlich mit sehr vielen Elementen tausendmal die Sekunde das Benehmen des Motorradfahrers kalkuliert und sieht, ob plötzlich etwas schief läuft. Ein High Side, ein Low Side, ich bin plötzlich sehr stark, meine Geschwindigkeit reduziert sich. Das heißt, es gibt Gefahr. Gefahr, die CPU sagt, okay, aktivieren, boom, es geht los. So ist es gemacht, das habe ich natürlich vereinfacht, aber das ist die Technologie, die drinsteckt. Und wie können wir das entdecken? Weil 25 Jahre Entwicklung und Millionen Kilometer Test genau dir zeigen, wie die Benehmensweise eines Motorradfahrers ist und was in seiner Benehmensweise zeigt, dass eine Geschwindigkeit oder irgendetwas sagt, es ist Gefahr. Und in dem Fall aktiviert es sich nur dann, wenn notwendig. Das ist die Logik. Wie gesagt, Smart Jacket, 599 Euro, extrem flexibel, benutzbar, ganz alleine, nichts am Motorrad musst du dran tun, kannst du so anziehen, drüber, drunter,
wie du willst, kannst du packen, nach Hause bringen. Also ganz ehrlich, besser kann man es gar nicht kennen. Okay, das sind auf jeden Fall große Worte. Wann gibt es sie in Deutschland zu kaufen? Ist diese Woche angefangen zu verliefern, auszuliefern unseren Kunden und den Geschäften. Nächste Woche sicherlich, das heißt jetzt. Okay, ihr ahnt schon, was hier abgeht. Ich habe mich jetzt tatsächlich hier in eine Smart Jacket reinstecken lassen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, bin gespannt, was hier gleich passiert. Ich habe persönlich noch nie einen Airbag aufgepustet getragen. Ich habe jetzt hier die Frauenversion an, wir haben Männer- und Frauenversion. Und ich würde sagen, es kann losgehen.